Jo Leute, ich bin Seraphis und willkommen zur 9. Folge von Hello Neighbor 2. In der letzten Folge haben wir auf jeden Fall viel erreicht, wir haben viel erkundet, wir haben Schlüssel gefunden, wir haben einige Räume von dem geöffnet, wo auch die letzte Folge geendet ist. Wir sind nämlich letztendlich in einen weiteren Raum von ihm reingekommen und der hat uns leider sehr schnell gepackt dort, das heißt, wir haben da noch nichts erkundet und da wollen wir natürlich heute hin. Ich weiß ungefähr noch, wo der Raum ist, ich glaube ganz hinten in der Ecke links, da müsste der Raum sein. Wir haben auch viele Eingänge bei ihm aufgemacht, das heißt, wir können nicht nur durch die Vordertür, das ist flexibler für uns und auch einfacher dann. Aber die Bude ist auf jeden Fall mächtig, das haben wir letzte Folge erfahren. Die ist auf jeden Fall sehr mächtig und da sind einige krasse Rätsel, ne? Vor allem auch mit Köpfen von Tieren, was auch immer, alles ist am Start. Auf jeden Fall haben sich die Macher was ausgedacht. Das freut mich. Naja, wenn ihr mehr von Hello Neighbor 2 sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert diesen Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Und checkt natürlich die letzten Folgen ab, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ich habe auch eine ganze Playlist, die ist auch überall verlinkt. Ich wurde hier gepackt, ich habe alles verloren, aber ich hatte nichts Wichtiges, meine ich. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nicht durch die Vordertür, sondern gehen hier links rein, weil wir hier auch einen Eingang freigeschaufelt haben. Okay, ich höre den. Zack. Oh oh. Oh nein, ich glaube, die Tür war da, ne? Oh. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Wo war das nochmal? Das war ja die Garage. Wow. Okay, der ist da hinten. Wir gehen hier hin. Warte. Wo war das? War das oben? Ja, stimmt, das war oben. Okay, hier. Ja, hier hat er uns gepackt. Okay, hier hat er auf jeden Fall ein Bettchen. Und hier sind auf jeden Fall Bilder und so. Und es ist eingerahmt. Das heißt, vielleicht müssen wir das aufbrechen. Das könnte wichtig sein. Aber wir gucken uns erstmal um. So, was hat er hier? Nichts Relevantes bis jetzt. Was soll das darstellen? Ah, wir haben wieder sowas. Ah, okay, und da geht was auf. Ja, das müssen wir wahrscheinlich nehmen. Wir müssen was draufstellen. Ich glaube, der kommt gleich. Wo kann man sich verstecken? Hier drunter. Ey, ich höre die ganze Zeit Geräusche, ne? Ich glaube, der hat wirklich eine Geisel. Er ist hier, er ist hier. Oh Gott. Okay, hier kann man sich verstecken. Hat er hier einen Schrank oder so, wo wir auch rein können? Das sehe ich bisher nicht. Oh. Ich bin fast raus, ne? Aber diese Ratte, ne? Der hat irgendwie alles im Auge. Okay, der geht raus. Ja. Okay. Ganz leise. So, hast du hier was? Können wir hier was nehmen? Nee. Okay, ich muss da was draufstellen. Kommt er wieder? Ja, ich muss da was drauflegen. Reicht ein Karton oder so? Oh nein. Oh Gott. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, oh Gott. Raus, raus, raus. Oh nein. Okay, ich brauche irgendwas zum Draufstellen. Irgendwas. Gehen wir mal raus. Auf entspannt. Hat der im Garten was? Ja, also letztes Mal gab es ja so eine Hantel. Ja, so ein Müllsack-Safe. Sonst sind die ja nicht da. Okay, wir gehen hinten rum. Wo ist eigentlich der schnellste Weg dahin? Zack. Ab nach oben. Er hat uns gesehen. Okay, wir gehen hier rein. So, wie viele Köpfe fehlen uns hier eigentlich? Ich glaube, einen haben wir mindestens. Ich würde sagen, wir gehen raus. Wir haben einen, ja. Okay, wir stellen das drauf. Aua, ich habe mir selber wehgetan. Ey, ich brauche so eine Hantel. Als ob es an der verdammten Hantel scheitert. Da oben ist was, ne? Das ist krass. Der ist da. Hier ist zu. Hier können wir aufbrechen. Ach, ein anderer Ausgang. Okay. Das ist zu. Safe, der hat hier keine Hantel oder so. Was kann man denn so alles aufheben? So ein Eimer? Können wir das hier aufbekommen? Nee, da müssen wir irgendwie hinkommen. Okay. Okay, das geht, glaube ich. Ja, das ging, das ging. Ja, das geht, Leute. Was? Das ging eben. Hä? Oh Gott.
muss kurz überlegen. Was? Der hat mich? Ich habe nicht mal was gemacht. Vielleicht hat er hier was. Nee, ist leer. In der Garage vielleicht. Ab in die Garage. Ja, hier sind wieder so Eimer. Er kommt. Oh oh, wir müssen uns verstecken. Okay, er ist wieder raus. Aber letztes Mal habe ich das auch ohne Hantel hingekriegt. Was ist das? Das ist... Ah! Für das Auto. Ja, und jetzt können wir das aufbekommen. Okay. Lol, ich bin in seinem Auto. Okay, zack. Was habe ich jetzt gemacht? Hat sich was verändert? Ach, sein Kofferraum ist auf. Oh, und da ist der zweite Kopf. Ach so, perfekt. Das habe ich ganz random bemerkt. Nice, Leute, wir sind weitergekommen. Das ist perfekt, den bringen wir erstmal dahin. Leise. Leise da hoch. Ich glaube, das ist der falsche. Das ist der richtige. Okay, ein Kopf fehlt uns. Das muss doch funktionieren. Immer noch nicht. Nein. Wow, Alter, wie schnell kommt der denn? Der ist gruselig. Da hinten war auch nichts, ne? Was soll ich da denn draufstellen? Wir werfen das mal kaputt. Ja. Vielleicht nehmen wir das. Vielleicht können wir das da draufstellen. Der kommt rein. Okay, erstmal machen wir eine kleine Pause. So. Das hätte ich früher machen sollen. Okay. Ah, eine Sequenz, Leute. Vom Nachbar mit seinem Kind. Crazy. Help me steht da drauf. Was? Alter. Ein Sturm. Okay. Und wir wurden vom Blitz getroffen. Und wir sind wieder wach. In unserer Bude. Da ist ein Jäger. Aber ich habe da noch nicht mal alles aufgedeckt. Das ist komisch. Wo steht dieser Jäger? Irgendwo in einem Garten oder so. Aber muss ich nicht zum Nachbar erst? Weil ich habe erst 2 von 3 Köpfen und so. Also das Game ist schon so ein bisschen kompliziert manchmal, ne? Man checkt nicht direkt, was man machen muss. Wir schauen da mal kurz vorbei. Das geht nicht mehr auf, Leute. Das heißt, wir müssten hier alles haben. Okay, dann gehen wir den Jäger suchen. Der ist irgendwo draußen. Vielleicht hier wieder in der Nähe, ne? Hier war ja diese Bäckerei. Wie gesagt, Leute, lasst ein Like dafür mehr. Und Tipps könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wo könnte das sein? Wir gehen mal kurz zu unserer Zentrale zurück und schauen auf den Bildschirm. Vielleicht ist da noch ein Zeichen. Ich habe da nur kurz drauf geguckt. Okay. Da ist er. Vielleicht ist das ein Zeichen. Ein blaues Haus. Ah, so ein Turm. Mit einer Waldumgebung. Okay. So ein Turm. Ausschau nach einem Turm halten. So ein Turm mit Waldumgebung. Da hinten, oder? Sieht schon so ein bisschen aus. Ja. Ist auch ein bisschen abgelegen, ne? Hier war ich noch nie. Ist das hier? Ich denke schon. Ich höre jemanden. Boah, sieht crazy aus, ne? Okay. Kommt man hier rein? Ja. Okay, wir sind drin. Hier ist eine Karte, also ein Teil. Ein Bild. Okay. Hier geht's runter. Er kommt hoch, oder? Ist er lieb oder ist er böse? Okay, wir gehen runter. Okay, hier geht's rein. Hier ist so eine Brücke. Wow. Okay. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Schießt er damit?
Wo ist denn nicht dein Grundstück? Wo ist nicht mehr sein Grundstück? Ja, okay. Der Jäger, einfach so ein Jäger, ne? Guckt ihn euch an. Hat der einen Schlüssel da? Boah. Was? Der hat uns einmal getroffen. Wir sind gelähmt. Wir sind gelähmt. In seine Bude. Rein da, rein, rein da. Oh Gott, hier ist ein Glas. Hier ist ein Glas. Hier ist ein Glas. Hier auch. Wir sind tot. Zack. Ganz leise. In seinen Schrank. Boah, einfach so ein Jäger. Okay, das stellt alles auf den Kopf, Leute. Wie viele Nachbarn gibt's eigentlich? Das ist echt brutal. Boah, schaut ihn euch an. Wir müssen mal seine Waffe abnehmen und ihn abschießen. Der hat viele Sachen hier. Da muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, ja, ja. Naja, Leute. Damit würde ich sagen, das war's mit der verrückten Folge von Hello Neighbor 2. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt, Leute. Wir haben auf jeden Fall viel erreicht. Wir haben das Geheimnis vom Nachbar gelüftet. Schaut euch diesen Jäger an. Den haben wir nämlich auch gefunden. Ja, also ich bin gespannt, wie es mit dem Nachbar weitergeht. Also mit diesem Hauptnachbar. Ich hoffe, der wird noch aufgegriffen. Abonniert diesen Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Checkt meinen Zweitkanal aus. Da lade ich auch regelmäßig Videos hoch. Zu Filmen und Serien übrigens. Folgt mir auf Insta. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Habt noch einen schönen Tag und ciao.